Heute in diesem Video möchte ich dir erklären, wie du deine Topspin-Technik verbesserst und zur wahren Topspin-Maschine wirst. Der Topspin ist aus der modernen Tennistechnik gar nicht mehr wegzudenken. Ob es darum geht, mehr Winkel zu spielen, die Gegner weiter nach hinten rauszutreiben oder maximale Geschwindigkeiten aus dem Körper zu spielen, ohne Topspin würde es alles nicht funktionieren. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir heute zeigen, wie du deinen Topspin verbesserst. Ich freue mich dabei natürlich auf dein Feedback und lass uns nun beginnen. Grundsätzlich ist ein guter Topspin immer nur dann möglich, wenn die Schlägerspitze eine Ebene unter dem Ball startet. Das ist ganz wichtig im Vergleich zum klassischen Schlag, wo der Schläger im Endeffekt gerade reingehen kann und auf derselben Höhe startet, muss bei einem Topspin die Schlägerspitze eine Ebene unter dem Ball starten, damit ich den Drift von hier aus auch nach oben spielen kann. Das ist schon mal der ganz, ganz wichtige erste Punkt. Die zweite wichtige Sache ist natürlich die, dass ich bei einem Topspin nicht versuche, den Weg von hinten nach vorn direkt zu suchen, sondern ich mache einen kleinen Umweg. Und zwar starte ich von unten und versuche dann vorwärts aufwärts zu ziehen, so als wenn ich den Ball quasi hier eine neue Frisur von hinten nach vorne geben möchte. Das heißt, ich versuche mit der Schlägerspitze eine Ebene unter dem Ball zu sein, um dann von unten nach oben wegzuziehen, sodass ich den Ball hier den Vorwärtsdrall über meinen Schlag mitgeben kann. Dasselbe gilt natürlich auch für die Rückhand. Das heißt, auch hier muss die Schlägerspitze, um einen guten Topspin zu produzieren, eine Ebene unter dem Treffpunkt sein, damit ich in der Lage bin, von unten nach oben rauszuziehen. Und ihr habt jetzt schon gesehen, was passiert, wenn ich diesen Schlag spiele. Das heißt, mein Ellbogen, egal ob Vorhand oder Rückhand, ja, folgt dem Ball nicht hinterher, ja, und bleibt unterm Kinn, sondern ich versuche beim Topspin darauf zu achten, dass durch die steile Aufwärtsbewegung mein Ellbogen quasi hier hoch auf Nasenebene arbeitet. Dann habe ich einen guten Drift nach oben, habe eine fließende Aufschwungbewegung und kann damit dem Ball maximalen Drive mitgeben. Der nächste wichtige Punkt ist mein Treffpunkt. Das heißt, wenn ich gewohnt bin, den Treffpunkt neben meinem Körper zu haben, ist es für mich extrem schwierig, einen guten Topspin zu spielen, weil ich zum einen nicht sehen kann, was passiert hier neben meinem Körper, und zum zweiten kann ich von hier aus keine gute Energieübertragung nach vorne bekommen. Das heißt, der Treffpunkt bei einem guten Topspin verlagert sich mehr nach vorne, sodass ich in der Lage bin, meinen natürlichen Schwung zu nehmen. Ja? Wenn ich den Schläger von hier aus fallen lasse und lasse den Arm einfach mal laufen, dann geht der Arm an einer Stelle hoch, da vorne. Und das sollte auch mein natürlicher Schwung für eine gute Topspin-Bewegung sein. Das heißt, ich komme über den Boden, der Schläger nickt ab, geht nur eben unter den Ball, um dann vorne, wo der Schlagarm automatisch hochgeht, auch die Beschleunigung in den Schlag zu stecken. Natürlich ändert sich hier bei dieser Technik auch der Ausschwung. Dementsprechend läuft mein Ausschwung, ja, von hier aus weiter über meine Schulter. Ja, ich bin hier mit meinem Ausschwung, was ganz wichtig ist, weil ich nämlich dann von hier aus die optimale Energieübertragung auf den Ball habe und meine Bewegung nicht unterbreche. Ja, ganz, ganz häufig sehe ich auch Leute, die versuchen, einen Topspin zu spielen, die ein gutes Anschwungverhalten haben, aber dann im Endeffekt hier auszubremsen. Das klaut natürlich dem Ball die Energie, und die Energie brauche ich bei einem Topspin. Dadurch, dass ich ja nicht 100% Vorwärtsenergie in den Ball stecke, ja, sondern das Ganze quasi splitte in Vorwärtsenergie und Rotationsenergie, ja, habe ich immer den Nachteil, dass ich beim zu langsamen Topspin natürlich, dass der Ball da verhungert. Und das will ich natürlich nicht. Deswegen achte ganz gezielt darauf, dass du versuchst, den Schwung durchlaufen zu lassen, ja, den Ball sauber zu treffen und darüber in deinen perfekten Topspin zu kommen. Also, erster Tipp, haben wir darüber gesprochen. Ganz, ganz wichtig, dass die Schlägerspitze eine Ebene unter dem Ball liegen muss, damit ich auch genug Aufriss erzeugen kann. Wenn der Schläger hier zu gerade ist, wird es für mich ganz schwierig, da Topspin drauf oder einen ordentlichen Topspin drauf zu bekommen. Deswegen lieber Schlägerspitze einmal locker lassen und Schläger einmal locker lassen. Schlägerspitze fällt, ich arbeite unter dem Ball mit der Schlägerspitze und dann bin ich auch in der Lage, schön von unten nach oben wegzuziehen und natürlich einen guten Topspin zu spielen. So, und du siehst schon, was passiert. Das heißt, mein Ausschwung verändert sich natürlich hier, haben wir gerade schon darüber gesprochen. Das heißt, ich starte unten und arbeite dann schön nach oben weg. Du siehst schon wieder mein natürlicher Schwung. Ja? Ich starte hier, gehe tief und arbeite dann da, wo der Arm natürlich raufarbeiten würde. Ja? Da fange ich auch mit der Beschleunigung für den Schlag an, sodass ich dann nach oben wegziehen kann. Ja? Ellbogen ist oben, fixer Punkt hier oben. Ja? Schläger ist ausgeschwungen bis hier hinten hin. Und ihr seht schon, was dann rauskommt. Das heißt, hier kann ich viel Drallenergie erzeugen und bin in der Lage, den Schlag immer noch sauber technisch zu kontrollieren. Kommen wir zu den Topspin-Schlägen in der Praxis. Ich mache euch das mal kurz vor am Beispiel. Das heißt, wir spielen ein paar Cross-Duelle und ich versuche ganz gezielt euch zu zeigen, wo der Topspin herkommt und was der Plan damit ist. Wir starten mit einer ordentlichen Bewegung, wir setzen unseren Split-Step und achten natürlich auf eine gute Technik beim Spin-Spiel. So, Schlägerspitze ist tief unterm Ball und dann fange ich an, nach oben zu ziehen. Ich kann natürlich immer wieder variieren, ob ich den Ball mit viel Höhe, also mit Tiefe mitgebe quasi, oder ob ich versuche, sag mal, kurz und flach zu spielen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich ist die Schlägerspitze unter dem Ball. Ich wische nach oben weg. Der Ellbogen geht hoch zur Nase. Ja, ich achte auf meinen Ausschwung. Wir spielen ein schönes Cross-Duell. Jetzt fange ich mal an, in den Winkel zu gehen. Schlägerspitze tief. Ich ziehe nach vorne raus. Seht schon, auf einmal ist der Gegner anders beschäftigt.
Das heißt, der Laufweg ändert sich. Mit einem Topspin-Schlag kann ich viele Variationen spielen. Ich kann hohen Drift spielen, sodass der Gegner weit nach hinten muss. Ich kann Winkel spielen aufgrund der Technik, sodass der Gegner nach außen muss. Ja, das heißt, das Feld wird weiter gemacht. Ich schaffe mir Platz. Ich habe also mit dem Topspin viele schöne Momente, die ich für mich als Spieler generieren kann. So, aufgepasst. Erst ein langer mit viel Drift. Dann machen wir nochmal. So, aufgepasst. Erst ein langer. Tief, viel Drift nach oben. Jetzt geht der Winkel raus. Ich schicke den Gegner außen und jetzt kommt Tempo mit Topspin. So, noch einen schönen Ballwechsel. Erst der Drift nach oben, langer Spin, um den Gegner nach hinten rauszuschicken. Dann kommt der Winkel. Ich bin vorne im Feld, kann rausschicken. Und jetzt spiele ich Tempo auch mit Topspin. Das heißt, ich kann auch beschleunigen. Und aufgrund des Dralles hat der Ball immer wieder die Chance, ins Feld zu kommen. Und das ist der große Unterschied zu einem geraden Schlag. So, der Topspin-Schlag erweitert auf jeden Fall deine technische Range und kann damit auch deine taktische Perspektive ändern. Ich bin in der Lage, mit einem guten Topspin den Winkel nach außen zu öffnen. Ich bin in der Lage, den Gegner nach hinten rauszutreiben. Und ich kann aufgrund des Vorwärtsdrahls auch richtig rausbeschleunigen, sodass der Ball immer wieder die Chance hat, im Feld zu landen. Also der Topspin ist aus dem modernen Tennis nicht mehr wegzudenken und du sollst ihn auch für dich einsetzen. Also achte auf die Key Facts. Schlägerspitze unterhalb des Schlages, Arm locker, Treffpunkt vor dem Körper, nutze deinen natürlichen Schwung und achte darauf, dass der Schwung rausläuft. Ja, so bekommst du Energie auf den Ball, hast einen sauberen Treffpunkt und kannst daraus den besten Topspin holen, den du in der Lage bist zu spielen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wir können gerne darüber diskutieren, wie dein Topspin aussieht. Von daher lass deinen Kommentar da, gib mir ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, dein Sven.